herzlich willkommen, du wunderbarer Mensch. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist bei diesem Heilchanneling. Die Heilchannelings sind eine energetische Methode, die die geistige Welt mir vor einiger Zeit durchgegeben hat, mit der sie Blockaden, Glaubenssätze, alte Energien löst und transformiert, die dich vielleicht bisher begrenzt oder blockiert haben. Und diese alten Energien sind fast immer aus anderen Inkarnationen deiner Seele oder aus Inkarnationen aus der Ahnenreihe. Und mit diesen Heilchannelings kommst du immer mehr in deine eigene Kraft. Heute wird die geistige Welt in dir deine bewusste Schöpferkraft aktivieren. Du bist ein Schöpferwesen, du lebst das bereits, doch jetzt geht es darum, deine Schöpferkraft bewusst einzusetzen. Ich bin Raya, anerkannte geistige Heilerin, Bewusstseinscoachin und Channel Medium. Und ich freue mich sehr darauf, gerade für dieses Thema dir und der geistigen Welt zur Verfügung zu stehen. Diese Heilchannelings wirken immer, egal wann du das Video entdeckst und mitmachst. Sie wirken besonders stark, wenn du nachher beim Channeling auch wirklich aktiv mitmachst. Das wirst du dann schon merken. Und wenn du mal den Impuls hast, bei einem Thema das nochmal zu wiederholen, dann mache das bitte. Weil bei manchen Themen, die sind so tief in uns verankert, dass die geistige Welt das so schichtweise abträgt, nämlich immer in Übereinstimmung mit deiner Seele. Deine Seele gibt vor, was gehen kann. Und da kann es wirklich mal vorkommen, dass es so zwei, vielleicht auch mal drei Durchgänge braucht, bis alles transformiert ist. Das spürst du dann in dir und hast den Impuls, das nochmal zu machen. Dann vertraue einfach dir und deinem Impuls. Ja, heute geht es um das Thema Schöpferkraft. Schöpferkraft ist, und das ist sehr schön, inzwischen sehr bekannt, wird viel drüber geredet. Und ich finde das deswegen so toll, weil ich mich erinnert habe, als ich das erste Mal so mit diesem Begriff Schöpferkraft konfrontiert wurde, das war in einer Ausbildung Life Creation und das ist bestimmt schon um die 20 Jahre her, da haben die beiden Trainer das sehr, sehr vorsichtig uns nahegebracht, dass auch wir Schöpferkraft haben. Damals war für mich dieser Begriff Schöpferkraft nur für den lieben Gott reserviert. Also es war wirklich ein komplettes Umdenken und es hat sich auch so schrittweise dann genähert, dass auch wir Schöpferwesen sind. Und deswegen freue ich mich so, dass dieser Begriff Schöpferkraft inzwischen so alltäglich geworden ist. Und gleichzeitig ist es so, ja, Schöpferkraft, wir sind Schöpferwesen. Was bedeutet das denn eigentlich? Wie erschaffen wir? Womit erschaffen wir? Was ist das eigentlich, etwas zu erschaffen? Und dafür ist das Bewusstsein wichtig, dass wir gezielt erschaffen. Wir erschaffen nämlich ständig. Wir sind wirklich Schöpferwesen, wir können gar nicht anders. Nur meistens ist das, was wir erschaffen, entweder also von uns unbewusst und wird manchmal sogar vom Außen gelenkt. Sehr große Schöpferkraft haben wir nämlich in unseren Gedanken, in unserer Sprache und in unseren Gefühlen. Denn alles ist Schwingung. Alles ist Schwingung mit verschiedenen Informationen und in verschiedener Schnelligkeit. Also alles ist diese Energieschwingung, aus der sich das gesamte Universum formt.
Auch unser Körper besteht überwiegend aus Schwingung, auch wenn wir es nicht merken, weil es ja auch so sein soll. Es ist inzwischen in der Quantenphysik bewiesen. Wer Interesse hat, schaut es euch mal an. Und wir sind auch Schwingungswesen. Wir strahlen etwas aus. Das heißt, du kennst das. Wenn du auf der Straße Menschen begegnest, die so ganz down sind, naja, dann machst du vielleicht einen Bogen drumherum, weil fühlt sich nicht so gut an. Wenn du Menschen begegnest, die da strahlend hergehen, voller Freude sind, ja, die grüßt du vielleicht einfach so. Und dann teilt sich die Freude. All das ist schon Schöpfertum. Und wie gesagt, ganz besonders schöpfen und erschaffen wir mit unseren Gedanken, Gefühlen und Worten. Und das meiste eben unbewusst. Ich weiß nicht, wie viel zigtausend Gedanken ein Mensch im Durchschnitt denkt. Das ist ja alles inzwischen nachgemessen. Wie viele Gedanken davon sind dir bewusst, dass du sie denkst? Und wie viele Gedanken kommen einfach nur so, weil es du siehst etwas, bewertest. Das ist ein komisches Auto. Oh, das sieht aber toll aus. Oder was sagt der denn da? All das sind Gedanken und es sind schon Energien, die du aussendest. Und mit den Worten ist es so und mit den Gefühlen, wie gesagt, ganz besonders. Und das ist auch der Punkt, weshalb die bewusste Schöpferkraft so wichtig ist. Denn wenn uns unsere Schöpferkraft nicht bewusst ist, lassen wir uns, ohne es zu merken, manipulieren mit unserer Schöpferkraft. Ein Beispiel: In der Zeitung steht etwas über einen Flugzeugabsturz mit so und so viel Toten. Ja, das ist geschehen. Punkt. Doch die Menschen, die das lesen, die gehen in Gefühle dazu. Sie sind vielleicht traurig für die Menschen. Sie regen sich auf, wie sowas schon wieder passieren konnte. Sie sprechen mit ihren Nachbarn darüber und so weiter. Das heißt, dass dieser Flugzeugabsturz, dieses Unglück, was passiert ist, ganz viel Energie von den Menschen bekommt, unbewusst von den Menschen, weil sie drüber reden, weil sie fühlen, entweder das Leid oder auch die Aufregung oder Ärger, vielleicht auch Angst, weil irgendjemand anders aus der Bekanntschaft in die Richtung geflogen ist. Oh, hoffentlich hat er in einem anderen Flugzeug gesessen. All sowas. Und das sind Schöpferenergien, die diesen Unglücksfall nähren. Der ist zwar jetzt passiert, okay. Doch wenn ganz viel Energie mit Gedanken und Worten und Gefühlen auf das Unglück geht, können schon die nächsten Unglücke ins Leben gerufen werden. Und das ist unbewusste Schöpferkraft. Das heißt jetzt nicht, dass wir das gut finden sollen, wenn ein Flugzeug abgestürzt ist, sondern wir können sagen, ja, da ist ein Flugzeug abgestürzt. Ich segne die Menschen, die dieses Leben verlassen haben und auch die Angehörigen, dass es leicht für sie ist, loszulassen. Das ist eine unterstützende Energie fürs Loslassen und dann ist gut. Und dann gehst du wieder und nährst mit deinen Gedanken und Worten das, worüber du dich freust, was dir Spaß macht. Du erzählst deiner Nachbarin, was du Schönes erlebt hast, von dem tollen Lied, das du gehört hast, wofür du dankbar bist. Und damit wird das immer mehr in deinem Leben. Und das hast du selber gewählt. Wie gesagt, du erschaffst ständig. Und es geht darum, dass du bewusst erschaffst. Nochmal ein kleines Beispiel, dass Worte sehr starke Wirkungen haben können. Such dir irgendetwas aus, wozu du normalerweise nicht gerade Lust hast. Zum Beispiel Steuererklärung. Und dann sage und fühle den Satz,
Ich muss die Steuererklärung machen. Wumms, Energie geht runter. Und jetzt sagst du, ich will die Steuererklärung noch machen. Ich freue mich doch auf die Rückzahlung, zum Beispiel. Du hast nur ein Wort ausgetauscht und hast eine ganz andere Schwingung in dem gleichen Satz. Das ist deine Wahlmöglichkeit, die du hast. Jeden Tag, immer wieder. Und auch die Gefühle, die drin sind in dem, was du sagst, und die Betonung, erschaffen ganz unterschiedliche Schwingungen. Du kannst sagen, hey, das ist ja eine tolle Sache. Und es kommt Freude rüber, Begeisterung rüber, eine höhere Schwingung. Und du kannst sagen, das ist ja eine tolle Sache. Und das ist die niedrig schwingende Energie von Abwertung, von mies gemeinter Ironie. Und es sind die gleichen Worte. Das heißt, durch deine Betonung, durch die Energie, die du mitgibst, steuerst du, welche Energie du erschaffst im Außen und ausgibst in die Welt und wie du deine Energie für dich selber erschaffst. Weil wenn du sagst, ich muss die Steuererklärung machen, ziehst du ja deine eigene Kraft runter. Müssen ist eh so ein Wort, da bauen wir im Prinzip vor dem, was wir machen wollen, erstmal eine Mauer, über die wir dann noch rüber müssen, bevor wir anfangen können. Ich liebe dieses Thema, wie wir mit unserer Sprache unsere Realität erschaffen. Wie gesagt, es ist ein ganz wichtiges Feld, dass dir das bewusst wird. Ja, manche sagen, wenn es doch so einfach ist, warum machen das denn dann nicht mehr? Da gibt es einmal den Grund, dass viele Angst haben, etwas falsch zu machen. Ja, wenn ich Schöpfer bin, muss ich alles richtig machen. Nein, es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur die Entscheidung aus deinem Herzen und die passt dann immer. Und wenn du hinterher merkst, das war ein Umweg, ja, dann hat der Umweg dir auch, wenn es also um eine Entscheidung geht, dann hat der Umweg dir auch garantiert irgendetwas als Geschenk mitgebracht. Und viel wichtiger ist es und viel mehr Negatives passiert, wenn du deine Schöpferkraft benutzen lässt von anderen. Zum Beispiel durch das, was in den Medien geschürt wird. Das, was unsere Zeitungen und auch Nachrichten bringen, ist ein ganz winziger Ausschnitt vom großen Ganzen. Und dann sagen die Leute, ja, ich muss ja Nachrichten hören, damit ich weiß, was los ist. Hallo? Sie kriegen dann das mit, von dem einige Leute glauben, das müsse man den Leuten jetzt servieren. Und wenn du mal hinschaust, wirst du merken, dass mit diesen Informationen aus Nachrichten und Zeitungen sehr oft niedrig schwingende Energien geschürt werden. Angst vor Krankheiten, vor Preissteigerungen, vor einem Blackout, den Job zu verlieren. Es wird Unsicherheit geschürt. Wenn das so weitergeht, wo soll das noch hinführen? Es wird teilweise auch wirklich so eine Art Gelähmtheit entsteht daraus. Ja, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich tun soll, weil alles so schlimm ist. Und vor allen Dingen wird damit das Vertrauen in dich selbst blockiert. Das, was von außen kommt, nutzt deine Schöpferkraft, um niedrig schwingende Energien zu erzeugen. Das passiert, wenn man seine Schöpferkraft nicht bewusst selber einsetzt. Deswegen ist es so wichtig, dass du dir bewusst wirst, erstens, du bist ein Schöpferwesen, zweitens, du erschaffst immer, egal ob es dir bewusst ist oder nicht, und drittens, du hast immer die Wahl, was du erschaffst.
Und es gibt noch einen Grund, warum das mit der Schöpferkraft noch nicht selbstverständlich für uns ist. Und zwar wurde sie uns abgesprochen. Unsere Schöpferkraft wurde übernommen von Institutionen wie Kirchen, Politiker, Manager, die Firmen führen und bestimmte Ziele haben, wurde übernommen auch von manchen Gurus, manchmal von Ärzten, von Wissenschaftlern, heutzutage manchmal von Influencern, die dir dann erzählen, was so gut für dich ist. Wer weiß denn, was gut für dich ist? Das kannst doch nur du selber wissen. Also vertraue dir und probier es aus. Und dem Menschen wurde auch erzählt, er alleine könne überhaupt nichts bewegen. Ist doch egal, ob er was tut oder nicht. Wenn man das glaubt, dann wird das auch so geschehen. Wenn das deine Meinung ist, wirst du es so erfahren. Ich möchte ein Beispiel bringen von einer jungen Frau, die uns alle das Gegenteil gelehrt hat. Greta Thunberg. Und es geht nicht darum, ob man das, was sie tut, gut findet oder nicht. Das spielt gar keine Rolle. Sondern es geht darum, dass diese eine Frau die ganze Welt in Bewegung gebracht hat. Auch das ist Schöpferkraft. Und wir haben sie alle. Und wir entscheiden, wofür wir sie einsetzen. Das ist der Sinn des heutigen Heilchannelings. Dass du dir bewusst wirst, dass du ein Schöpferwesen bist, dass du die Kraft und die Macht hast zu erschaffen und dass du die Wahl hast, was du erschaffen willst. Ja, die geistige Welt wird dieses Heilchanneling wieder in deinem heiligen Herzraum durchführen. Ich gehe in die Verbindung. Dein heiliger Herzraum ist ein energetischer Raum innerhalb deines physischen Herzens. Dein heiliger Herzraum ist dein innerstes Zuhause und du kannst immer hineingehen. Du kannst dort dich ausruhen, Kraft tanken. Du kannst dein Herz etwas fragen. Denn dein Herz hat alle Antworten mitgebracht, die du für diese Inkarnation brauchst. Und du kommst ganz leicht hinein in deinen heiligen Herzraum. Stelle dir bitte dein körperliches Herz vor. Diesen wunderbaren Muskel, der deinen Körper am Leben erhält. Und jetzt öffnet sich in deinem körperlichen Herzen eine Tür. Du gehst einfach hindurch und du bist in deinem heiligen Herzraum. Vielleicht spürst du die unendliche Liebe, mit der du dort empfangen wirst. Denn du bist immer willkommen in deinem heiligen Herzraum. Egal wie es dir gerade geht und egal was du gerade mitbringst. Es ist dein innerstes Zuhause. Und dein heiliger Herzraum ist auch immer sicher. Und er kann, wenn es gebraucht wird, unendlich groß werden. Komm bitte in Ruhe an in deinem heiligen Herzraum.
Die geistige Welt wird jetzt direkt mit dir wirken, um das Bewusstsein deiner Schöpferkraft in dir wieder zu erwecken. Denn tief in deinem innersten Kern weißt du, dass du ein machtvolles und kraftvolles Schöpferwesen bist. Und du weißt auch, dass die stärkste Kraft im gesamten Universum die bedingungslose und allumfassende Liebe ist. Und wir sagen dir das deswegen nochmal, damit du frei bist von jeglicher Angst vor deiner Schöpferkraft. Wir werden sie direkt in dir aktivieren. Und du nimmst sie einfach an. Du stehst in deinem heiligen Herzraum. Und du siehst jetzt, dass in deinem heiligen Herzraum von unten goldenes, fließendes, kraftvolles Licht hochsteigt. Und du weißt, das ist das göttliche Licht direkt aus dem Herzen von Mutter Gaia. Goldenes, kraftvolles Licht. Und es steigt hoch bis auf die Höhe deines Herzens vor dir. Und jetzt kommt von oben in deinen heiligen Herzraum silbernes Licht, fließend, strahlend, funkelnd. Und du weißt, es ist das silberne Licht direkt aus der göttlichen Quelle. Und es fließt hinunter auch bis auf Höhe deines Herzens. Und jetzt treffen sich diese beiden Lichtströme. Das silberne Licht verschmilzt mit dem goldenen Licht und Elektrum entsteht. Elektrum, diese hohe Schwingung. Du stehst davor und siehst es und öffnest dein Herz. Und diese Verbindung aus dem göttlichen Herz von Mutter Gaia und aus der göttlichen Quelle, diese Verbindung berührt jetzt dein Herz. Und du spürst, wie sich ganz tief in dir etwas öffnet, wie ein Licht emporsteigt und ein Wissen, etwas, was du nicht benennen kannst. Du spürst es. Es ist so groß und so schön. Und es fühlt sich an wie zu Hause. Es fühlt sich an wie Ursprung. Dein Ursprung. Als göttliches Schöpferwesen hat sich geöffnet.
Und diese Energie diese lichtvolle und kraftvolle Energie des tiefen Wissens, des Erkennens, des dich selbst Erkennens. Der Verbundenheit mit allem. Diese Energie der göttlichen Schöpferkraft und Schöpfermacht nimmt jetzt in dir Raum. Und sie fühlt sich so leicht an. Sie fühlt sich so selbstverständlich an. Wie konntest du jemals denken, etwas anderes zu sein als ein göttliches Schöpferwesen? Du erkennst dich selber. Als göttliche Schöpferwesen. Und durch dieses Erkennen nimmst du deine Schöpferkraft jetzt an, denn sie ist in dir. Sie ist verankert in deinem Herzen. Sie ist jetzt dort verankert und bleibt dort. Und sie breitet sich aus in dir. Und steht dir immer zur Verfügung. Und du erinnerst dich auch, dass es der Wunsch deiner Seele war, mit deiner bewussten Schöpferkraft den Aufstieg der Erde mitzugestalten. Denn es ist so wichtig, dass du dich ausrichtest auf die höher schwingenden Energien. Und dazu war es wichtig, deine Schöpferkraft anzunehmen. Das hast du jetzt getan mit deinem offenen Herzen. Und wir danken dir sehr dafür. Und jetzt berühren wir deine Schläfen. Damit in dir und deinem Gehirn die Synapsen entstehen, dass du diese Schöpferkraft mit Leichtigkeit anwendest, dass du in deinem menschlichen Leben weißt, es ist selbstverständlich, dass du entscheidest, was du erschaffst mit deinen Gedanken, mit deinen Worten, mit deinen Gefühlen und mit der Ausrichtung deiner Aufmerksamkeit. Spüre, wie das goldene Licht von deinen Schläfen dein Gehirn durchströmt.
Dabei werden auch alte Synapsenverbindungen getrennt. Die dir vorher im Wege standen, deine Schöpferkraft anzunehmen. Vielleicht spürst du, wie du dich mehr und mehr aufrichtest. Als bewusste Schöpferwesen, wie wohl du dich fühlst mit dieser Kraft und Macht. Und was es jetzt von dir noch braucht, das ist ein lautes Ja. Ja, ich habe meine Schöpferkraft angenommen. Bitte sprich es dreimal. Mit Begeisterung, mit Freude, mit Inbrunst. Ja, ich habe meine Schöpferkraft angenommen. Ja, ich habe meine Schöpferkraft angenommen. Und spüre, wie gut es dir damit geht. Und wenn du es möchtest und es dir vielleicht auch gut tut, dann kannst du noch hinzufügen, ich lebe meine Schöpferkraft aus der Liebe meines Herzens. Ich lebe meine Schöpferkraft aus der Liebe meines Herzens. Ich lebe meine Schöpferkraft aus der Liebe meines Herzens. Und jetzt vollenden wir dieses Heilchanneling, diese Transformation, indem wir dir sagen, es ist vollbracht. Du bist frei. Es ist vollbracht. Du bist frei. Es ist vollbracht. Du bist frei. Und so ist es.
Du kannst in deinem heiligen Herzraum verweilen oder herauskommen, ganz wie du magst. Atme bitte tief ein und aus. Recke und strecke dich, bewege dich und öffne in deinem Tempo die Augen. Herzlich willkommen in deiner lichtvollen Schöpferkraft. Ich wünsche dir so viel Freude damit, von Herzen. Raya, ich bin's.